1899. Hoffenheim hat trotz einer schwachen Leistung einen Punkt bei Bayern 04 geholt und die Heimpremiere von Trainer Heiko Herrlich damit verdorben. Nach der Lehrstunde an der Anfield Road beim FC Liverpool hat 1899 Hoffenheim nur dank einer gehörigen Portion Glück den nächsten Rückschlag verhindern können. Drei Tage nach dem 2:4 bei den Reds in den Playoffs zur Champions League kamen die Kraichgauer in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen nach zweimaligem Rückstand zu einem schmeichelhaften 2:2:0:1. Der Brasilianer Wendel, 32. Foulelfmeter, brachte die Werkskicker in Führung. Der Südamerikaner hatte allerdings Glück, dass der Ball vom Innenpfosten über die Linie sprang. Vorausgegangen war eine Attacke von Ermin Bizeaxice an Nationalspieler Julian Brandt im Strafraum. Die Rheinländer trumpften lange Zeit auf. Aus dem Nichts traf dann Andrej Kramarik, 47. zum überraschenden 1:1 Ausgleich. Doch 120 Sekunden später brachte der überragende Karim Bellarabi, 49. die Gastgeber wieder in Front. Marc Uth, 70. traf zum erneuten Ausgleich, der aber eher glücklich war. Die Rheinländer trumpften bei der Heimpremiere von Trainer Heiko Herrlich vor 27.106 Zuschauern lange Zeit auf, zeigten flüssige Kombinationen und attraktiven Offensivfußball. Allerdings vergaben sie zu viele Chancen. Dagegen blieb bei den Hoffenheimern vieles Stückwerk, geglückte Angriffsaktionen der Elf von Trainer Julian Nagelsmann waren Mangelware. Chor vergab aus kurzer Distanz geradezu kläglich. Bayer hatte durch Bellarabi, Kevin Volland und zweimal Charles Aranguiz gute Möglichkeiten. Demgegenüber stand nur eine Reklamation von Hoffenheims Mittelstürmer Sandro Wagner nach einem vermeintlichen Foulspiel an ihm im Strafraum. Schiedsrichter Harmus Mers befragte den Videoassistenten und entschied auf Weiterspielen. Die größte Chance in der ersten Halbzeit hatte Dominic Chor auf dem Fuß, doch nach schöner Vorarbeit von Volland vergab er aus 5 Metern geradezu kläglich. Der unverdiente Ausgleich der Kraichgauer änderte nichts an der guten Leistung der Leverkusener, denn Bayer schaffte das 2:1 quasi im Gegenzug. Danach ließ Leverkusen Ball und Gegner laufen. Die TSG fand kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Hausherren. Doch gut gelang der 2:2 Gleichstand.